Über welchen Fall Friederike Eickel-Schulte als Chefin heute mitentscheiden muss, weiß sie noch nicht, als sie eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn das Amtsgericht Starnberg betritt. Im gewissen Sinne ist es auch ein Schutz für den Chefin, weil wenn ich jetzt wüsste, ich habe einen Raubmörder vor mir, hätte ich auch eine schlaflose Nacht davor. Und so komme ich halt hier rein und denke mir, oh, heute kommt das oder ach ja, ist ja nicht so schlimm. Da ist man wesentlich entspannter. Seit 10 Jahren ist sie Laienrichterin. Was steht heute auf dem Aushang vor dem Sitzungssaal? Jetzt habe ich das allererste Mal wirklich eine versuchte Vergewaltigung. Das hatte ich bis jetzt in 10 Jahren noch überhaupt nicht dabei. Das wird, denke ich mal, noch mal eine andere Nummer, weil sowas geht natürlich einer Frau noch mal wahrscheinlich näher als einem Mann. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass dass jeder, also sowohl die männliche Sicht als auch die weibliche Sicht gesehen wird. Und mein Mitschöffe ist eben männlich, insofern denke ich, passt es diesmal auch ganz gut. Juristische Vorkenntnisse hat Friederike Eickel-Schulte nicht. Das sei für das Ehrenamt auch nicht gefordert, sagt die 44-Jährige. Damit sie den Fall trotzdem nachvollziehen kann, gibt die Richterin vor der Sitzung eine Einweisung. Und jetzt? Während der Sitzung heißt es für Friederike Eickel-Schulte dann unvoreingenommen zuhören und Fragen stellen. Die Fernsehkamera muss dabei draußen bleiben. Wenige Tage vor der Verhandlung, Friederike Eickel-Schulte an ihrem normalen Arbeitsplatz. Sie ist Buchhändlerin. Als sie vor 10 Jahren in der Zeitung las, dass ihre Heimatgemeinde Starnberg Schöffen sucht, bewarb sich die zweifache Mutter spontan. Als Bürger hat man ja Rechte und man hat aber auch Pflichten. Und ich hatte die Zeit und die Luft, eine Pflicht als Schöffe anzunehmen. Und dann habe ich gedacht, dann machst du es halt. Pro Jahr kommt sie jetzt auf 6 Schöffentage. Der Staat zahlt ihr unter anderem die Fahrtkosten und den Dienstausfall. Es sei ein Ehrenamt mit besonderer Verantwortung, sagt sie. Das erste Mal, wie ich eine Gefängnisstrafe verhängt hatte, mit natürlich meinen zwei anderen, also mit dem Chef und dem Richter zusammen, bin ich erstmal nach Hause und habe gesagt, ich habe heute jemanden ins Gefängnis geschickt. Das ist also ein ganz komisches Gefühl. Zurück im Gericht. Nach der Verhandlung ziehen sich Richterin und Schöffen zur Beratung zurück. Ihre Stimmen bei der Urteilsfindung sind gleichberechtigt. Der Mann, der heute wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt war, erhält am Ende eine Bewährungsstrafe und Sozialstunden. Für Friederike Eickel-Schulte steht nach einer kurzen Mittagspause der zweite Fall an. Ob sie sich in diesen Tagen für weitere 5 Jahre bewirbt, hält sie sich noch offen.